Nein. Und das habe ich auch alles schon mal gesehen. Taskins erfindet den Hüftrock neu und ich habe mir gedacht, wo sind die anderen Outfits? Hier haben wir noch welche. Stillgestanden und zugehört. Und es könnte unheimlich interessant aussehen, wenn... Nein. Nein, irgendwie. Es ist mir ein Rätsel. Warum scheint ihr allesamt unfähig zu sein, einen anständigen Run-Through vorzubereiten? Ihr hattet dafür stundenlang Zeit. Das verwirrt mich dermaßen. Wo sind die Werbekunden? Wir haben ein paar Teile von Banana Republic. Davon brauchen wir mehr, oder? Oh, das ist... Das wäre vielleicht... Wie findest du das? Ja, du kennst mich. Gib mir einen langen Ballerinarock, ein paar Rüschen und ich bin voll dabei. Aber sieht das nicht ein bisschen zu sehr nach... Nach La Croix aus? Vom Juli? Oh. Dachte ich auch. Aber nein, nicht mit den richtigen Accessoires. Das kann funktionieren. Wo sind die Gürtel für dieses Outfit? Oh. Wieso ist hier keiner vorbereitet? Hier. Ist eine schwere Entscheidung. Sie sind beide so unterschiedlich. Was ist so lustig? Nichts. Nichts. Es gibt... Ich finde nur, für mich sehen beide Gürtel genau gleich aus. Aber ich bin ja mit dem Zeug auch noch nicht so vertraut. Das Zeug? Oh. Verstehe. Sie sind der Ansicht, dass das nichts mit Ihnen zu tun hat. Sie gehen einfach an Ihren Schrank. Und greifen sich diesen plumpen blauen Pullover zum Beispiel, weil sie der Welt damit sagen wollen, dass ihnen ihre Kleidung nicht so wichtig ist wie ihre Persönlichkeit. Aber was sie nicht wissen, ist, dass dieser Pullover nicht einfach blau ist, auch nicht Türkis oder Lapis. Er ist nämlich Azur. Und sie haben nicht den blassesten Schimmer davon, dass Oscar de la Renta 2002 azurblaue Abendkleider entworfen hat. Und ich meine, es ist Yves Saint Laurent gewesen, der... azurblaue Militärjacken hatte. Ich glaube, hier fehlt noch eine Jacke. Und plötzlich tauchte Azur in den Kollektionen von 8 verschiedenen Designern auf. Anschließend sickerte es dann zu den gewöhnlichen Kaufhäusern durch und fand dann sein tragisches Ende in der Freizeitabteilung, aus deren Wühltisch sie es dann irgendwann gefischt haben. Wie auch immer, dieses Blau steht für Millionen von Dollar und zahllose Jobs. Und es grenzt fast an Komik, dass sie tatsächlich der Meinung sind, sich der Modewelt zu entziehen. Und das, obwohl sie einen Pullover tragen, der von den Menschen in diesem Raum für sie ausgewählt wurde. Aus einem Haufen Zeug.